So sieht eine 86er mit Windleitblechen aus. Von 1966 bis 1974 waren Loks der Baureihe 86 hier unterwegs. An diese Zeit wird im Mai 2017 nun erinnert. Die weiß-blauen GTW 26 der heute modernen Usedomer Bäderbahn stehen Mitte Mai an drei Tagen in Konkurrenz zu alter Technik. 86-1333, der Press ist an die Ostsee gereist. Umgenummert in 86-1323 und mit Windleitblechen versehen, wird an die letzte Dampfzeit auf der Bäderbahn erinnert. Gleich nach der Ausfahrt aus dem Heringsdorfer Kopfbahnhof dampfen wir am neuen Bahnbetriebswerk der UBB vorbei. Einst stand hier das WW Heringsdorf. In einem Bogen schwenkt die Strecke Richtung Norden. Es ist ein 180-Grad-Bogen, der um den sogenannten Präsidentenberg führt. Für die Fahrgäste ist es eine Reise in die Vergangenheit. Für viele der erste Kontakt mit der Holzklasse. Irritierend ist die Kilometrierung. Am Kilometer 208 liegt der Bahnhof Heringsdorf, einst Endpunkt der heute nicht mehr existierenden Strecke aus Berlin. Bei der späteren Verlängerung Richtung Wolgast im Jahre 1911 hat man die Kilometrierung dann weitergeführt. Weiter nördlich verläuft die Bahn jetzt in Dammlage. Hinter uns liegt der Haltepunkt Heringsdorf-Neuhof. Die neue Brücke über den Bansiner Sackkanal. In langsamer Fahrt rollen wir über die Insel.
Die Streckenhöchstgeschwindigkeit liegt heute zwischen 60 und 80 Stundenkilometern. Der Dampfzug kann den Fahrplan gut halten. Felder, Wiesen und kleinere Wälder bestimmen den Streckenverlauf. Dazu gibt es einen schönen Frühlingstag. Einfahrt in den Bahnhof Zinnowitz. Hier endet die Fahrt in die Vergangenheit. Zinnowitz ist die zweitwichtigste Station auf der Insel. Zu Reichsbahnzeiten gab es hier ein kleines Bahnbetriebswerk für Dieselfahrzeuge. Von 1966 bis 1974 sind 86er auf Usedom unterwegs gewesen. Auch 86-1323 gehörte dazu. Beheimatet im BW Heringsdorf. Die besonderen Windverhältnisse an der Ostsee haben zur Montage der Windleitbleche geführt. Unsere 86er rollt für die Rückfahrt nach Heringsdorf wieder vor den Zug. Ausfahrt. Eine Augenweide ist der Museumszug der Schweriner Eisenbahnfreunde. Eine bunte Mischung aus Donnerbüchsen und noch älteren Wagen. Drei Tage lang ist der alte Zug auf Usedom unterwegs. Eine gelungene Veranstaltung der UBB und Press GmbH.